destroying me, for me your only son, to draw all your people to you. You gave me their lives and the power to reach their hearts, and now they know your name, ABBA. Now they're yours again, ABBA. I'll pay the price the world demands, it's written in my life. Just what love's prepared to pay, it's written in my heart, carved with every word I spoke. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Abendandacht in der Fastenzeit. Beginnen wollen wir diese Andacht wie immer im Zeichen des Kreuzes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben uns 3 Abendandachten für die Karwoche überlegt. 3 Andachten, die wir digital machen, weil wir einfach aufgrund der aktuellen Situation versuchen, sämtliche Präsenzveranstaltungen zu lassen. Von daher herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal, falls Sie neu sind. Inhaltlich haben wir unsere 3 Andachten anhand von 3 Liedern gestaltet. 3 Lieder, die von dieser CD kommen, die Sie vielleicht schon gesehen haben, die man auch bei uns käuflich erwerben kann. Lieder von unserer Schwester Anne Healy. Und die sagt jetzt erstmal kurz was zu ihrer CD. Seit über 2 Jahren habe ich zusammen mit Ellen und Willibald Böhm über diese Lieder erarbeitet. Die Lieder habe ich über die letzte ungefähr 25 Jahre geschrieben und unterschiedliche Momente meines Lebens und Osterzeiten. Wir haben dann zusammen die Lieder übersetzt und Meditationen dazu geschrieben, die in diesem Heft kommen. Ein bisschen was von dieser CD haben Sie schon gehört. Den ersten Teil von dem ersten Lied, ABBA. Und so heißt auch die ganze CD. ABBA heißt übersetzt Vater, ist eigentlich ein liebevolles Wort für den Begriff Vater. Also in Jesu Sprache sagt er im Prinzip sowas wie Papa, weil er ihm sehr vertraut ist. Das bedeutet dieser Begriff. Und Jesus singt in diesem Lied aus einer sehr schwierigen Situation heraus. Jesus weiß, dass sein Weg jetzt schwer wird, richtig schwer wird. Er hat wahrscheinlich auch Angst davor. Wir wissen, am Gründonnerstag, er betet allein im Garten, dass der Kelch möglichst an ihm vorübergehen möge, aber so wie der Vater es will. Und mit all diesen Gedanken, all diesen Sorgen und all diesem Gefühl, ich habe getan in meinem Leben, was ich konnte, Vater, jetzt bist du dran. Jetzt muss es bei dir irgendwie weitergehen. Jetzt liegt es in deiner Hand. In der Situation ist so ungefähr dieses Lied. Ja, ich habe gerade gesagt, Jesus hat einen schweren Weg und er muss loslassen. Und ich finde, loslassen ist nicht immer einfach. Das kennen wir auch in unserem Leben, also ich zumindest. Loslassen, Kinder gehen aus dem Haus, loslassen. Mich erwischt eine unheimlich schwere Erkrankung und ich will sie nicht, aber ich muss sie annehmen. Und in diesem Annehmen, wenn ich es schaffe, das anzunehmen, kann ich es auch loslassen. Etwas loslassen, das ist ganz, ganz wichtig. Und was wir kennen ist, oder was manchmal wichtig ist, wir zünden eine Kerze an. Wir gehen in die Kirche und wir zünden eine Kerze an und geben es ab, lassen es los und geben es Gott. Wir haben überlegt, ein ganz tolles Zeichen ist, wir haben eine kleine Nussschale mit einer Kerze. Und diese Kerze wollen wir auf das Wasser setzen und einen Gedanken mitschicken, wo wir etwas gerne loslassen möchten. Und dazu lade ich Sie und euch jetzt auch einmal ein, darüber nachzudenken, was hält mich im Moment gefangen, was hält mich so dermaßen fest, was möchte ich loslassen. Und dann zünden wir eine Kerze in dieser kleinen Nussschale an und setzen sie aus Wasser. Und wir vertrauen sie Gott an. Versuchen Sie das doch auch mal. Father, they're yours. You put them in my hands, and they have kept your word. And now they know all I have comes from you, and all that's mine is yours. And I pray that you keep them true. Jetzt unsere Gedanken gemacht, was will ich loslassen, und wie Jesus dürfen wir das zum Vater bringen, zu unserer ABBA, und zusammen jetzt der Vater unser beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns der gute Gott, Vater, der Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Father, I'm here, I'm coming back to you. I consecrate my life, so they are also consecrated to you. May they all be one, as you are in me and I in you, 'cause now they know your name, Abba. Now they're yours again, Abba. I pay the price the world demands. In my life, just what love's prepared to pay, it's written in my heart, carved with every word I spoke. Abba, Abba. Father, may they be with me where I am.